In den 90er Jahren hat die SBB bei der Schweizerischen Lokomotivmaschinenfabrik einen Lok bestellt, der R460. Und BLS hat zur gleichen Zeit auch noch den R465 bestellt. Und zum Glück hat es noch drei Lizenzversionen gegeben. Die Finnen haben die SR2 bestellt. Die Norweger haben DL18 bestellt, die sind so eine Lizenz bauen. Und die Hongkong-Kongo-Kantonbahn in China hat zwei Maschinen von dieser Lok bestellt. Es sind zwei Maschinen verblieben, die sind heute noch im Einsatz. Was wir jetzt an dieser Lok machen, ist ein Service. Und sie hat ein kleines Problem. Man kann leicht fahren mit der, weil die Kardankugeln gespalten sind. Das ist eine kleine Krankheit, die Rocco hat in diesen Maschinen. Sie hatten ein schlechtes Material gehabt, mit dem Alter des Kunststoffs spaltet es die. Wie ihr seht, hat die Lok eigentlich keine Kupplungen im herkömmlichen Sinn, sondern sie hat eine automatische Kupplung, wie die Amerikaner oder die Chinesen haben. Jetzt bei Lok habe ich das auch geändert, sie hat keine Kupplung bekommen. Und aus der Lokkasten hat, habe ich zwei Kunststoffschrauben abgeändert als Buffer. Und die Lok nimmt man sehr einfach auseinander, Puffer rausnehmen. Und dann kann man den Lokkasten einfach vom Chassis ablöpfen. Das hat man hier zum Innenleben. Das ist die Brücke, um zu überbrücken, dass man sie digitalisieren kann. Beleuchtung und alles. Ist eigentlich sehr super aufgeräumt und innen gebaut. Da müssen wir vier Kabel ablöten. Dass man nicht die Motorenplatine wegnehmen kann. Den Motor rausnehmen und das Innenleben reinlegen. Gleichzeitig wird ich noch alles reinigen, auswaschen, frisch schmieren. Das ist schon länger her, weil die Lokköpfe die auch braucht. Das Schöne ist bei Rocco, sie ist eigentlich relativ einfach und super aufgebaut. Das macht es auch einfacher bei Revision. Da ich in dieser Lok schon mal einen Service gemacht habe, sieht man hier, habe ich ein paar Kräbel auf dem Motor gemacht. Dass ich den nicht verkehrt einbaue, weil sonst nicht das Licht vorne leuchtet und die Lok hinter sie fährt. Der Rocco-Motor hat schräg genutet, den Anker. Das ist natürlich auch das Zeichen, dass er sehr fein und ruhig läuft. Das ist schon der Rahmen unten vordringen. Muss ich die untere Schürze wegnehmen. Sehr gebig gebaut. Schrauben lösen, dass die Drehgestellaufhängung aus dem Rahmen kommt. Schöner, super Zinkdruckguss. Ja, die Dinger sind genial gebaut. Das ist jetzt das Drehgestell, der Schneck und das Problem sind die Kugel. Dann klemmen die nicht mehr sauber und dann läuft die Lok nicht mehr und sie spulen.
Bei mir ist es einfach ein regulärer Service und eine Revision. Dann wird alles super geputzt, ausgewaschen, frisch geschmiert und wieder zusammengetan. Man muss einfach sehr vorsichtig sein und wissen, wie es dann wieder zusammengeschraubt ist, das Ganze. Das ganze Getriebe. Dass man den Schneck rausbringt, muss man den Deckel nehmen. Einfach ein schönes Häuferchen. Getriebe frei. Ist immer noch schön geschmiert eigentlich, ein guter Zustand. Müssen wir an diesem Getriebe nicht viel machen. Ich tue es einfach jetzt, wenn es schlimmer wäre, der Dreck hat es jetzt in Ultraschall da. Aber da das Getriebe jetzt relativ gut beieinander ist, wird dann noch ein Tröpfchen fertig. Das Gute bei der Rocco ist, entweder man macht die Übersetzung, dass sie langsamer fährt im Dämmen. Der zweigängige Schneck und zuerst das Zahnrad wechselt. Die zweigängigen Schnecken, die haben zwei Gewinde drauf, die sind gelb. Durch den auch durch den roten austauschen. Das ist einfach eine mechanische Veränderung der Geschwindigkeit. Oder man macht es dann mit einem Digitaldecorder. Das Getriebe gleich nochmal zerlegen, dass man sieht, wie es aufgebaut ist. Also, ich habe schon bei der Spanner-Rocco-Maschine gemacht, dass ich den Gelbschneck durch den roten austauscht habe. Zuerst am Zahnrad natürlich auch das Gelbe, das muss natürlich übereinstimmen, sonst stimmt der Zahneingriff nicht mehr. Viele Leute sagen, Fett ist besser, aber ich muss jetzt leicht ölen. Ein Tröpfchen einfach überall, wo die Zahnrädchen draufkommen. Dann nehme ich das feine, gute Hagenöl. Es ist wirklich gut, ich habe das schon bei vielen Sachen angewendet. Was noch ist, Motoren sollten eigentlich nie in ein Ultraschallbad. Das hängt mit der Wicklung zusammen. Wenn es ganz blöd geht, tut es die Isolierung, also der Wicklungslack angreifen, der die ganzen Wicklungen isoliert. Und er macht es kurz. Was natürlich auch wieder sehr wichtig ist, Kontaktplatten putzen. Die sind natürlich auch gerne immer voll
Staub und Dreck. Und die Sachen wieder schön zusammen. Der Schneck kommt zur Kupplung führen. Wir schmecken dann den Haftreifen. Wenn ich jetzt heute schnell mache, ich habe die Rädchen gleich jetzt heute schnell in Ultraschallbad, dass die dann auch wieder sauber werden. Dann nehme ich schnell noch das andere Dreigestell auseinander und putze die Rad. Das ist das Ultraschallbad, wo ich die vier Rad, also die vier Achsen, trippe. Warm, ich nehme da gerne warmes Wasser und Wasserschmitzel. Das wirkt am besten. Nichts chemisch. Verdünnen sowieso nicht. Wenn etwas wirklich ganz trocken sollte sein, nehme ich aber den Haarföhn zum Trocknen. So, nachdem das Drehtchen sauber sind, nehmen wir das Drehgestell wieder zusammen. Wie gesagt, die Achse mit dem Gummi oder mit dem Radreifen kommt vorne drauf und die ohne Haftreifen kommt hinten drauf. Natürlich kommt hier wieder ein Tröpfchen Öl, aber nicht zu viel. Was natürlich auch schauen ist wegen dem Radkontakt, dass die richtig sind, mit der Stromaufnahme. Die Kupplungshalter auch wieder drin. Und das Dreieckchen wieder zusammen tun. Das ist natürlich hier das Problem, ist schauen, dass die Aufnahme vor Aufhängung vom Dreieckstell auf die lockere richtige Position ist. Sonst funktioniert es ja nicht. So sieht es dann wieder aus. Und dann nachher noch dasselbe. So, nachdem dass das alles zusammen ist, beidseitig, tun wir die ganze Kardankugel, die neue, wieder drauf. Kardan, Kreuzgelenkkugel, egal wie es heisst. Ja. Geht sogar ohne Zange. Vom Malay. So, dann wird das eigentlich schon wieder gut. Kann man dann die Lok wieder zusammen tun. Das Dreigestell wird Chassis. Schauen natürlich, dass alles wieder schön super drinnen ist. Und die Kabel. Das ist eben schön bei der Rocco. Es geht relativ gut. Aber Rocco hat natürlich auch andere Maschinen, das Krokodil zum Beispiel, wo es dann natürlich schwieriger ist. Und die Schrauben gut anziehen, nicht zu fest, aber so, dass sie nicht vermurkst werden.
Stecker jetzt gelernt, sieht noch schön. Das jetzt noch machen, heute ist noch den Motor auch noch etwas schmieren. Kohlebürstenseitig nicht zu viel Öl, weil sonst nicht innen durch alles verschmiert und dann läuft der Motor nicht mehr schön. Aber das Gegenlager, wo die Schwungmasse ist, ist gut. Jo. Und dann kann man den wieder zusammenschrauben. Und schön sauber einhängen. Abdrücken. Mhm. Jetzt kann ich dann noch beim Schneckgurt ins Tröpfchen geben. Ja, dann kann man die Platte wieder drauf tun. Die Kontaktbützel hier müssen natürlich auch wieder schön eingeklemmt sein, dass der Motor wieder schön Kontakt macht. Und sonst läuft er natürlich nicht. Kabel auch wieder herlöten. Vielleicht gegen die Finger verbrannt. Und jetzt natürlich mit der richtigen Übung geht das schon. Mal schauen, ob die ganze Sache läuft. Den Test mache ich gerne so, nicht das ganze Gehäuse drauf und dann muss ich wieder auseinander und die Lok keine Wand gemacht. Da merkt man, wie schön das Rocco läuft nach einem Service. Nachdem das Testpfarr gut verlochen ist, montieren wir die Lok wieder zusammen. Was ehrlich relativ einfach ist. Hängen wieder den Puff rein und vorne die Schraube. Da hat die Lok keine normale Kopplung hat, wie hier in der Schweiz, sondern die automatische. Und weil sie auch keinen Puffer hat und dass bei dieser Maschine der Kasten schön auf dem Chassis hat, habe ich jetzt einfach Plastikschrauben genommen. Hat es relativ einfach gemacht. Ich brauche ein bisschen Übung, aber es geht.
So, und natürlich das Modell, wie das Original, hat Klauenkopplung. Gibt es von Caddy. So, Maschinenwert zusammen. Mal schauen, wie sie läuft. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ein kurzer Film ist schnell für den Service und die Revision für die Lok.